Ja. Nein. Yukiki fragt Gemeinschaftsbad. Ja, das ist ja der Ich gleiche habe Tipp wie gar nicht Mojo verstanden, eigentlich. diesen. Schwimmhalle, Gemeinschaftsbad. Haben viele als Tipp. Meine Oh, Toilette, ich komme Alter, nicht was raus, soll ich komme das? nicht raus, ich werde sterben. Wo bist du? Ich bin gestorben. Löffelsattung. Juhu, Juhu, so knapp, ey, so Asatot. knapp. Asatot. Oh, scheiße, jetzt muss ich ja wieder runterschwimmen, meine ganzen Sachen holen. Ja. Egal, Gott sei Dank hatte ich ja noch am Anfang noch 30 Level verzaubert. Ah, kann man eigentlich Meerjungfrauen züchten, fragt der Mojo. Müssten wir mal testen, müssten wir Anne mal einfach die ganze Zeit im Wasser lassen. So einen ganzen Stream lang, mal gucken, ob sie die Meerjungfrau verwandelt. Wir stellen da so einen Bottich auf, füllen den mit Wasser und dann Ey, werf hier nicht stapfen noch den mehr Rotz rein. rein, weil sonst sammle ich meine guten Sachen nicht mehr auf hier. Sonst sammle ich den ganzen Scheiß Ups, auf hier. Entschuldigung. Das liegt ja auch noch alles da unten, ne? Ja. Meine ganzen guten Zeug hier, alles hier. Meine ganzen Schwert, Spitzhacke. Hier liegt noch was in der Ecke. Ja, eine Aber ich habe Schere, gerade glaube was ich. aufgehoben, warte. Ja, eine Schere. So, mein Schwert ist da. Eine Spitzhacke habe ich hier. Ach, da. Spargel, Ach warte mal kurz. so. Ich wollte nur seine Schere noch geben. So, Soll kann ich mir meine Hose ich ein wieder bisschen Erde anziehen? unten reintun? Ach, Dave, sagt der Mojo. Ja, tut mir leid. Einer Ach, muss ja geil. sterben. Irgendeiner muss ja anfangen. Ach ja, das war der erste heute. Stimmt. Ja. Ja. Ich bin auch mal wieder der Erste. Aber darf ich nicht. Ich darf mal wieder als Erste sterben. Ja, doch, doch, doch. Mach Schon lange mal. her, glaube ich, ne? Dass ich als Erstes gestorben bin. Was wird schon wieder Nacht? Schacht schreibt, Dave, lad mich mal später in Chat und spiel ein, wenn es geht. Wer bist du, Schacht? Kennen wir uns? Kannst du nackt Los. schlafen? Kann ja jeder kommen. Wie kann er da kommen? Und das behaupten. Mit Party und Spiel. Ach, der Enderman hat sich schon wieder in meinem Haus ausgetobt. Du kannst töten. Ach so, nee, das war Ach, schon wie am viel Anfang. Blöcke. Das war schon die ganze Zeit so, Ragel. Echt? Oh, das ist blöd hier mit dem See. Das ist richtig, 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 richtig blöd. Na, wie tief willst du denn nach unten bauen? Brauche schon Fläche nach unten, auf jeden Fall. Das ist, muss schon ein bisschen so tief. Ja. Bisschen. So. 5 für 10. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich komme mal wieder. Okay. Guten Morgen. Moin. Hast du denn auch schon das Wasserproblem da hinten, Ragel, bei dir? Nee, aber ein Creeper-Problem haben wir hier. Weg runter. Ist so ein Grün. Oh, da ist noch eine. Warte, ich töte den anderen. Ja, spring ins Wasser, komm. Bam, Ja, ja, Mann. jag dich hoch, du Vogel, ey. Mann. Oh, Bin schon so weit weggegangen, ey. Explodiert trotzdem noch, ey. wieso ich schon wieder Sprengpulver im Inventar? Ah ja, ich hab Creeper getötet. Der riecht ihn auf, ey. Ich hab gerade Sprengpulver. Sprengpulver entsorgt. Achso. Eratok braucht das. Was war's? TNT. Ach ja, das war Sprengpulver. unser Sprengmeister. Ja, richtig. Oh, ich bin schockiert. Fällen, wenn ich so weiterrede, wa? Jedes Mal Spargel erschreckt sich, wenn wir es sehen. Komm her, Das Eratok. ist so geil, ey. Komm her, Eratok. Jedes Mal. Boah, geil. Dankeschön. Und wenn du da guckst, da wo die Öfen, der Ofen da steht, da unten in der Kiste ist auch noch was drin. Oh, nice. So. Ah, alles klar, ja, weil du hier, wenn du in meiner Liste bist, heißt du natürlich in der Liste komplett anders. Als hier auf Twitch. Nice. Balko, moin moin, schreibt er, ihr Pushis. Grüß dich, Balko, herzlich willkommen im Stream. So. Ragel, wie machen wir das? Ja. Plumps. Ach du Scheiße. Wie tief willst du denn hier gehen? Ja, 10. Ich würde mal sicherheitshalber 10 sagen. Na dann, viel Spaß.
Da bin ich wieder. Das was wir jetzt die ganze Zeit auf den Geist gehen, ne? Ja, ich will mal gucken. Ich versuche das hier gerade abzugraben alles und mal gucken, wie weit es uns auf den Geist geht. Bis zum Brunnen, glaube ich, hinten ran. Fast. Ich meine ja auch nach hinten weg, nicht zum Brunnen hin. Hier ist klar, hier bis hier vorne. Aber ich will ja mal sehen in die Richtung hier. Was ist auch abtragen hier blöd, ey. Okay, bis hier so. Ach, hier erweitert sich der nochmal. Dave baut SeaWorld, sagt der Mojo. Und der Mojo hat noch gar keine geraucht. Das ist doch schön, dann hörst du jetzt auf. Hast bis jetzt geschafft, jetzt schaffst du es ganz. Paul ist, glaube ich, auch schon wieder dabei. Nein. Nee? Ach, hat sie gerade sagen können. Noch nicht. Ich habe es gerade erwähnt. War das nicht immer halb? Ich habe keine Ahnung. Ja, es war immer halb. Es war immer halb. Ich habe eben meine geraucht. Keine Ahnung. Ja, hast du. Sag mal einfach mal ja, ne? Ja, genau. Gott, ey. Das ist das ganze Feld, was uns jetzt nerven wird hier. Wie er da nur steht. Dann lass uns mal jetzt überall, wo das Wasser ist, die Erde wegmachen. Ja, das sowieso erstmal. Das werde ich mal hier. Bloß die ganze Erde, die fällt uns jetzt alles runter, ne? Ja. Scheiß drauf. Ja, ich will das mit Sand, aber er weiß, er muss da so viel zuschütten auch wieder. Ist das blöd, ey. Ist das eine blöde Arbeit, ey. Ja, durchaus. Und schon wieder so ein Link-Poste-Bot. Mojo sagt, muss erstmal zwei rauchen und dann ist mir wieder schwindelig. Rauch nicht zwei. Eine für jetzt, eine für später. Ja, genau. Nee, er hat ja schon eine verpasst. Der war noch gar nicht, weißt du? So lange Zeit jetzt. Ah. Oh Gott, ey. Ich habe jetzt schon richtig Angst vor dem Projekt hier, ey. Kannst du dich noch an die Villa erinnern? Ja, aber dann mussten wir nicht unten zuschütten. Richtig. Hier schon. Also falls jemand hier helfen möchte, ne, herzlich eingeladen. Ja, ich bin gerade mit meinem Projekt beschäftigt. Wasser zu bauen? Nein, danke. Nee, ein bisschen einfacher. Ein bisschen einfach. Water World. Da können wir ein bisschen über das Thema Wasser quatschen. Wasser. Was trinkt ihr, wenn ihr Mineralwasser trinkt? Trinkt ihr stilles Mineralwasser? Trinkt ihr mit Kohlensäure Medium? Stilles mit Geschmack. Stilles mit Geschmack. So Acke, so Wellnesswasser oder was? Ja, irgendwie das Zeug da. Okay. Ich hasse Wasser, aber wenn ich Wasser trinke, dann Klassik. Ja, ich auch. Ich trinke nur Wasser. Und dann mit Kohlensäure Wasser. Oder? Nee, normal. Klatsch. Das ist normale Kohlensäure. Still. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Nein, nein, ist mit Kohlensäure, aber mittel. Sanft. Ja, Medium. klar. Ja, Medium. Ich bin irgendwo unter. Ach ja. Spargelkriegt Schaden. Wo ist er? Da ist er. Ja, nur klatsch. 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 Ich versuche jetzt unten die Erde wieder ein bisschen mit aufzusammeln. Oh Gott. Ey, ich möchte das abreißen und woanders bauen. Und wo? Jukiki schreibt, ich trinke nur Milch. Nur? Nur Milch. Zweifel ich irgendwie. Nur Milch.
Alter, wie geht's deinem Magen dann, bitte? Vielleicht so kann man ich würde den ganzen Tag kotzen. Jeden Schluck Milch, aber. Alter! Immer zum Abendbrot gibt's bei mir Milch. Milch, okay. Bubi. Ja. Verarschung. Liebe Verarschung. Aber nur Milch, das kannst du mir nicht erzählen. Man kann ja nur Milch trinken, ey. Oh. Wenn ich schon irgendwie nur einen Liter Milch trinke am Tag, ja, dann wird mir schon übel. Milch schmeckt geil, lecker, ja, aber so viel. Also ich habe ja gerade Milch dastehen, ja. Die reicht auch noch. Ja. Milch ist echt geil und schmeckt super geil, aber zu viel ist auch nicht geil. Ich finde, die Müllermilch schmeckt nicht mal. Anne findet Milch geil, sagt sie. Tja, weil ihr kommt ja auch Milch raus. Jetzt doch noch nicht. Das kann man auch noch anders verstehen, Paul. Das kann man noch. Du musst ja erstmal in die Pubertät kommen. Ja, Milch. Habt ihr damals auch in der Schule immer so konntet ihr in der Schule damals auch immer so Milch kaufen, so? Dass ihr mal euer tägliche Frühstücksmilch gekriegt habt? Ich war Freitrinker. Das gab's bei uns. Was, Freitrinker? Ja, das waren kinderreiche Familien, da brauchten die Kinder die Frühstücksmilch nicht bezahlen. Wie viele Geschwister hast du? Noch fünf. Ah, okay. Ach, wirklich? Na dann. Und dann haben sie mal das Milchgeld geklaut von den anderen Leuten. Freialkoholiker. Ja. Ich glaube, da hast du, glaube ich, 2 Euro oder so, ne? 2 Mark damals, glaube ich, für eine Woche bezahlt, glaube ich. Ich glaube, 2 Mark pro Woche musstest du bezahlen. Das war echt günstig auch. Und hast dann eine Erdbeermilch oder Schokomilch, je nachdem, was du wolltest, hast du mal gekriegt. Joe Clever, glaube ich, hieß die. Nee, Joe Clever, oder? Ja. Lüge ich jetzt? Gibt's Joe Clever Milch? Irgendwie so eine komische Milch. Mojo, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Kennst du das noch? Irgendeine komische Milch, ja. Google. Ja, das ist Grundschule. Das ist ewig her, ey. Joe Clever, Vogtlandmilch. Ja, das ist die. Joe Clever. Joe Clever. Boah, gab's bei euch aber eine andere Milch als bei uns. Bei uns gab's Tuffi-Milch. Tuffi? Ja, hier kommt. Ja, von Tuffi, Kakao, Vanille und sowas. Okay. Ja, genau, hier steht's auch. Joe Clever Milch Tuffi. Da ist so ein kleiner Hund drauf. Joe Clever Milch Tuffi? Achso, es ist kombiniert miteinander, oder? Hä? Ich sehe gerade hier Joe Clever Schulmilch. Ja, genau. 3,5% Alkohol. 3,5% Alkohol. Nein, 3,5% Das wird natürlich einiges erklären. Nee, aber Joe Clever, ja, die hatten wir bei uns immer. Dann gab es da manchmal auch, hast du noch Hefte und sowas gekriegt irgendwie? Ja, keine Ahnung. Irgendwas zum Ausmalen oder so. Das ist schon lange her. Ich fange schon mal an, hier zuzumachen. Jo, mach das. Mach ja, ich will noch ein paar Farben herstellen. Ich mach hier noch überall auf, wo noch Wasser ist. Aber nur gekühlt trinkt sie die Milch. Yuki. Ja, anders geht's ja gar nicht. Heiße Milch, nee. Auch. Raumtemperatur. Ja, heiße Milch. Schöne heiße Milch ist auch geil. Ich trinke auch lieber mal kalte, aber. Mit Kakao. Ab und an mal. Ja. Heiße Schokolade. Ich trinke nur Milch, ich esse nur Milchreis. Okay. Los. Sonst trinkst du keine Milch? Nein. Fuck. Die trinkt doch ja auch nicht die Milchreis. So, Leute, wir müssen ratzen. Schon wieder. Geht's bei dir, Paul, gerade, oder? Ja. Ja, okay. Ich bin im Haus, ich stelle mir gerade ein paar Farben her. Alles klar. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Doch. Du kannst gern zu uns kommen. Nein, ich weiß, was ich mache. Den Säbel zumachen. Paul, herzlich willkommen, du bist eingeladen. Jederzeit. Ja, ich komme. Wir empfangen dich mit offenen Armen. Und Wasser. Und Wasser. Bring ein Inventar voller Erde mit, bitte. Oder Sand. Ne, Sand habe ich, ich glaube 30 Glöcke oder so. Oh Gott, ey. Hätten wir doch lieber Terraforming gemacht, glaube ich, wären wir schneller gewesen, als jetzt in Silizium zu machen, oder, Rage? Ja. Mit Sicherheit. Achso, ich wollte ja ein paar Farben herstellen. Ja gut, jetzt haben wir ja angefangen, ne?